So, hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Heute mal wieder ein neues Format, und zwar ein Reaction-Format, wieder mit Andreas. Hallo. So, und zwar, wir haben uns gedacht, wir kommentieren mal unser eigenes Video. Und zwar nämlich das VW-Bulli-Video, was wir gedreht haben. So. Also ihr dürft gespannt sein, das ist auch für uns neu. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Ich habe heute wieder den Andreas dabei. Hallo, Ne, liebe also Zuseher und Zuhörerinnen. genau so. Also, ich habe ja schon eingangs gesagt, wir haben mal ein neues Format, nennt sich ja Neudeutsch das Reaction. Wir wollen mal unser eigenes gedrehtes Video reacten oder mit meinen Worten kommentieren. Ich bin ja wieder in Deutschland. Wir haben einen Teil meiner Brasilienreise, war ja eben auch ein VW-Bulli-Video, was wir gedreht haben. Und das hat ja wirklich relativ gut, also nicht nur relativ, hatte starken Zuspruch in der Form. Ich glaube, wir sind jetzt bei, na, 5.000 sind es jetzt nicht, aber ich glaube 4.600 Aufrufe, 4.700 Aufrufe, also das ist schon eine ganze Menge Holz. Also man muss es ja auch dazu sagen, für diesen kleinen Kanal. Und wir haben jetzt gedacht, wir kommentieren mal das Ganze. Und Andreas, habe ich gedacht, dass wir beide haben ja das Video verbrochen. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Andreas, leg mal los. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, wir haben heute Was mal macht was denn ganz der Typ da im Außergewöhnliches vor. Hintergrund? Hinter der Kamera momentan wieder Andreas. Ja, hallo. Und Ja, zwar der schielt doch genau, so ein uns bisschen. gedacht, mal für die Firma ein Auto Oh anzuschaffen. Gott, und Aber da wischt er wir einen wollen Tisch ein Auto, ab. oder nehmen wir Stopp! einen. Ja, das habe ich gar Habe nicht sich ja. bemerkt. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass der Typ im Hintergrund den Tisch abwischt. Ja, du musst mal verfolgen, weil der putzt dort in einer Eifrigkeit, putzt er dort diesen Tisch, dann fällt gleich noch was runter. Das habe ich, also als ich das Video das erste Mal, also das Rohmaterial auch gesehen, dachte ich, oh nein, was ist das denn im Hintergrund? Mach Glaubst mal weiter. du, der wusste, dass er gefilmt wird? Weiß ich nicht. Aber ganz ordentlich den MT2 Style. Tisch. Warum, wieso, weshalb, wieso? Mehr dazu nach dem Intro. Auch ich, wieso, weshalb, wieso? Genau. Ist sowieso Da weshalb, warum? Und wer nicht fragt, bleibt dumm. ja, genau. So, ich liebe und es. herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Hinter der Kamera wieder Andreas. Hallo. Machen wir Stopp. Ist Auch der Typ da hinten, am der ganz Fahrstuhl. verzweifelt auf dem Fahrstuhl Ja, wartet. ist schon nach 3 Minuten steht er da schon zu dem Ja, Zeitpunkt. genau. Man Und muss ja dazu sagen, das Hotel hatte ja, wie viele Stockwerke? Also ich war ja du warst im 19. im 19. Stock und das war immer noch nicht das Ende. Ich Nee, ich glaube, glaube, da 24 waren Geschosse irgend sowas. hatte das Aber Teil. der putzt immer noch Genau. den Tisch. Ja, Also so, kannst du mal weiter? der Tisch ist wirklich sauber. Ich habe ja schon im Eingangs erwähnt, wir hatten uns überlegt, für die Firma ein kleines Autochen anzuschaffen für die Kunden. Und ja, Ich glaube, jetzt sind eben nicht durch. irgendeins, denn Ist er ja, das so durch als. und er hat noch die Stühle ordentlich gestellt. Aber Genau. der junge Mann, wartet immer noch auf dem Fahrstuhl. Genau. So, das war jetzt mal so die kleine lustige Einleitung. Wir wollten euch nicht damit, aber das ist mir halt bei der Sichtung des Rohmaterials aufgefallen. Und wir springen jetzt einfach mal rein. Okay, ich gehe mal ab da, wo ein Auto kommt. Genau, Kurz richtig, davor. So, so. warte mal. Ich gucke nachher mal, wie lange der Typ tatsächlich auf dem Fahrstuhl gewartet hat. Ja, so. Aber ich in freudiger Ja, Position. guck. Also man muss ja natürlich sagen, also einige Kommentare waren ja auch ein bisschen daher, oder die Reaktion, die ich darauf erzeugt hatte, war ja auch so ein bisschen, was hat denn dieser Kanal jetzt mit Fahrzeugen zu tun? Und
Naja, nun, ja, es ist ein Immobilienkanal, ja, dieser Kanal ist immobilienlastig, aber die Idee war ja eben zu sagen, wir kaufen für die Immobilienfirma ein Fahrzeug. So, und ich bekenne mich, ich habe ja eine ausgeprägte, ja, schon fast Fetisch für Kfz-Fahrzeuge, Nein. insbesondere ältere Kfz-Fahrzeuge. So, und das war ja auch die Idee zu sagen, komm, weil ich habe ja Andreas genervt, ne? Also ich hatte dich, komm, mach mal einen Termin und guck Ja, wann gehen wir mal. endlich Autos gucken? Ne? Genau, so. Und das musste wirklich noch, also ich meine, ich muss dazu sagen, es hat, ich glaube, das kannst du ja bestätigen, ich glaube, keiner von uns beiden hat geahnt, dass das dann so lustig wird. Überhaupt nicht. Und guck mal, was ich hier gerade sehe, da oben, das ist jetzt diese Halle vom Autohändler. Hier oben ist ein Kamin also mit Holz. Genau, ja, das war ja der allererste Das war der Autohändler, bei dem erste, wir aufgeschlagen sind. Und der hatte ja wirklich auch, das war ja, wie ich es ja auch in einem Video gesagt habe, ein Premium-Marken genau, der hatte hin. so alles, ein bisschen so verschiedene Marken. Und dann später ist mir zum einen, der nur Bullis hatte. Ne? Ja, So, dann gucken wir genau. mal hier. Quasi so eine riesige Automeile an einer stark befahrenen Straße. Hier haben wir jetzt halt einen, ich sag mal schon, also man sieht auch an den Autos, du kannst mal kurz rumschwenken. Also das ist schon eher einer der besseren Sorte von den Autos hier, ne? Also Ja. schon Premium-Markenhändler kann man sagen. Hier mal ein kleiner Hier, der hat einen Hemi-Motor. Ich weiß nicht, ob du Dodge weißt, was das Ram. ist. Der hat einen Hemi. Nee, weiß ich nicht, was das ist. Doch. Erzähl ich dir nachher. Hemi. Da Ja. dachte ich auch, Andreas, wo Was? du mit deinem. Da wollte der liebe Andreas, also Ich so wollte muss auch man mal dazu was sagen, wissen. er wollte auch, nee, er wollte auch mal mit Wissen glänzen, weil auch, man muss dazu sagen, der liebe Andreas ist ja was ne, IT und so weiter angeht, ist er ja fit. Aber eigentlich hat Andreas von Autos keine Ahnung. Null. Null. So, aber da wollte er mal glänzen und hat dann das mal rausgehauen und wollte sich dann da auch mal profilieren. Aber gut, es ist, Nö. seid ihr gegönnt, Das ist so. Chapeau, Ich ja, wusste was also. über Autos, das du nicht wusstest. Ja, Ne? genau, so. So. Genau, geil. Also, aber dafür sind wir nicht hier, sondern wir sind nämlich für das hier. Ach, der hat So, nur und 904 jetzt Kilometer. wird man denken, ah, ist ja alt. So, stopp. Ja, der ist nicht alt. Der hat dann 904 Kilometer. Der ist nicht alt. So, es ist ja, ich hatte ja danach noch mal, ich hatte im Vorfeld so ein bisschen nicht recherchiert und ich wusste ja, bevor wir das angeschaut hatten, wusste ich nicht, dass es noch mal diese Limited Edition gibt. So, Hintergrund dieser Limited Edition ist ja dieser VW Bulli T2 ist ja bis 2013 produziert worden. So, man muss sagen, mal so ein bisschen den Hintergrund. Jetzt machen wir mal so ein bisschen Wissen dazu. Was ich jetzt so ein bisschen an Wissen angereichert habe über diese ganze Sache T2 in Brasilien. So meine Ja, warum Informationen heißt der sagen, eigentlich T2? ne, es gab ja das Modell T1, und T1. warum heißt es, warum T? T1 Transporter wahrscheinlich, Ach so, vermute ich mal. okay. Hast du So, jetzt mal gerade deswegen. noch gerettet hier mit der möglichen Frage. So. So, und T2. So, und der T2 ist ja lange Zeit in Deutschland produziert worden. Und Ende der 60er Jahre hat dann VW Deutschland die ganzen Maschinen, die dann in Deutschland standen, rüber nach Brasilien transportiert und haben dann dort den T2 mit diesen Fertigungen, mit dieser, ne, also mit den Industrieanlagen, die vorher in Deutschland standen, dann in Brasilien produziert. So, und dann eben bis 2013. Und dann hatte noch mal irgendjemand diese 1200 Stück mit dieser Limited Edition, die man dort aufgesetzt hatte, hatte die dann gekauft und letztendlich hat er sie veredelt. Und das ist dann diese Limited Edition geworden. Ne? Und man muss aber auch dazu sagen, was ich auch mittlerweile herausgefunden habe, natürlich trotz, also die Form und die Technik ist natürlich 60er Jahre.
Aber dennoch, wenn man sich so mal ein bisschen das anschaut, auch ist, zumindest gab es immer kleinere weitere Entwicklungen, weil zum Beispiel vorne der Plastikgrill, dann die, Gott, jetzt fehlt an der Seite die Seitenspiegel, also das ist nicht mehr 60er Jahre, das hat man schon mal so ein bisschen dann auch mal zumindest im gewissen Umfang angepasst. Facelift, glaube ich, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber man hat es jetzt einfach mal weiter, also da zumindest in kleinen Teilen ist es weiterentwickelt worden über die Jahrzehnte. Also alles, was du jetzt gesagt hast, habe ich keine Ahnung von, aber was mir aufgefallen ist, einige Modelle, die wir angesehen hatten, die hatten Digitalanzeige. Du kannst ja, du kannst mal, wir müssen das ja nicht, weil spring mal bitte rein, wo wir das Innen, das Cockpit aufgenommen haben. Hier? So, genau. Ja, so, ja. Da lässt aber bitte, stopp. So. Ja, hier so. Hat er schon Digitalanzeige. Genau. Und da seht ihr, das ist natürlich also definitiv nicht mehr 60er Jahre. Das ist dann schon, ich würde jetzt mal sagen, 90er, 2000er Jahre. VW hat natürlich eine große Palette produziert und hat natürlich dann eben auch schon meinetwegen Komponenten dort verbaut, die modern waren. So. Und jetzt, was übrigens auch ein Kommentar unter diesem Video war, ein Kommentator, wenn man das so sagen kann, nicht Diktator, Kommentator, hatte gemeint, dass die brasilianischen Bullis keine Heizung haben. So, also keine Lüftung haben. Ne, die haben. So, okay. Das ist leider falsch, weil wie ihr jetzt was hier... Was heißt hier leider steht, falsch? Du stirbst hier ohne Lüftung. Ja, nee, Heizung ist darum, wenn es kalt wird, dass du auch... Ja, so, dann, ja, nee, aber natürlich hast du Lüftung. So, und ihr seht ja links, seht ihr ja die Lüftung und es ist ja dort auch jetzt, du kannst mal versuchen, weil neben dem Lenkrad, so auf der rechten Seite, da versuch mal, wo eigentlich das die Aussparung fürs Autorad das ist, da ist so ein Schiebeschalter. Ja. Warte mal. So, da sieht man dann so ein, ja, nicht ganz, nee. Nicht ganz, so. So, genau da, so. Das, da ach, kannst das hier. Du dann, genau, damit kannst du es dann regeln. Ne? Ah ja, genau, und hier siehst du das von 2014, Baujahr. Ich finde es cool, dass VW, die schreiben das ja mit K, Kombi. Ja. Und Kombi. Das wird man hier nicht mit K schreiben. Und die nennen, Kombi ist für die, weil Kombi bei uns wäre ja, was weiß ich, so ein Passat oder ne, halt ein Kombi. Und ein Transporter genau. Ist was anderes. Für die ist Kombi ein Transporter. Und genau das VW in Brasilien ist der Spruch auch das Auto, also auf Deutsch. Und hier haben sie, ja, der Slogan ist das Auto, VW und dann das Auto. Ja. Und die haben halt diese deutsche Schreibweise hier beibehalten. Und deshalb sagen die Brasilianer alle, wenn die von Kombi reden, das war erstmal total verwirrt, habe ich natürlich ein ganz anderes Bild im Kopf als Deutscher, als die. Für die ist Kombi eben so ein Transporter. Ne? Genau. So, dann mal weiter. Eben aus dem letzten Baujahr 2014. So. Also das ist halt noch Auto, ne? Das ist halt, hier musst du noch richtig arbeiten. Das ist halt... Fahrerlebnis pur und wie gesagt, wir haben was mir übrigens auch aufgefallen war bei dieser Limited Edition, ja. Weil wir springen nachher rein bei den Gebrauchtwagenhändler, würde ich jetzt mal sagen, ja. Dieser Bulli hatte einen eingebauten gedämmten Himmel, weil bei den anderen, wo wir uns das war angeschaut nackt. Haben, ja. Da war nur das nackte Blech. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das sehe ich jetzt erst gerade. Also das war schon total schick hier. Dann eben für unsere Kunden so ein Auto dann einsetzt. Warte mal, ich spring mal von dem weg zum Gebrauchtwarenhändler, oder? Also man sieht halt hier, ist halt... Ja, machen wir noch ein bisschen weiter, ganz kurz. So, wir machen mal Schiebetür. Ja, das finde ich ja geil. Praktische Sitzbänke. Ja gut, das Geile ist natürlich generell bei allen, dass du die einfach abschrauben kannst und dann machst du was anderes hin oder lässt es halt als Fläche frei. Na? So,
Hier ist noch einfach, aber ich glaube, hier musst du dich dann schon. Ich glaube, das wird wahrscheinlich umzulegen sein. Ja, aber da ist schon schlanker Fuß angesagt. Ja, aber kann man, da ist doch irgendwie so ein Hebel. Ja. Hier. Genau. So, und dann wird man das umlegen. Aber das ist halt schon. Wir werden ja gleich mal. Wir wollen eigentlich zu einem anderen Händler. Der führt nur. Ja, hast du das gesehen? 56? An dem 56 Jahre ist ist der produziert worden, der T2B. Okay, soll ich hier noch weitermachen oder willst du zum. Ja, mach mal, spring mal hinten zum Motorraum. Hier? Genau da, ja. So. Ja, genau, das Kofferraum, ist der, sofern man das Kofferraum nennen kann. So, und beim Bulli ist halt der Motor hinten. So, und da, stopp. Sieht so süß aus, so wie so ein Rasenmäher. Das sieht so süß aus. Ja. Und ich habe folgende, also siehst du, das ist auch schon ein Motor neuer Generation. Auch in dem gebrauchten Bulli, den wir uns angeschaut haben, war auch so ein Motor verbaut, also neuerer Generation. Also die haben, also zumindest das äußere Erscheinungsbild war halt immer dieses Oldschool-Ding. Ja. Aber die hatten dann wahrscheinlich irgendwann trotzdem mal einen neuen Motor, aber eben hier, wie gesagt, keine 60 PS. So, was ich übrigens, weil wir hatten ja auch gefragt nach Rüstung Klimaanlage. Ja, na? Haben die ja gesagt, das geht. So, natürlich wird das gehen, aber ich vermute mal, dass die das nicht machen, weil wahrscheinlich, wenn du das dann einbaust, die Klimaanlage, wahrscheinlich wird es ohne Ende Leistung fressen, PS-mäßig. Der hat ja gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass die an dem Motor mit angeschlossen wird und das andere, dass die Klimaanlage einen eigenen Motor hat. Okay. Die dann also müsste man mal schauen. Ja. Was ich nur gedacht habe, ich meine, das hast du ja auch gesagt, Andreas, ist natürlich jetzt auch Sao Paulo, Berge hoch, Berge runter. Also, ja, aber dann wiederum, jetzt ist ja hier eine Bekannte aus Deutschland da, die völlig begeistert ist, immer wenn sie so einen Bulli sieht, und das sieht sie immer jeden Tag im Stadtbild. Und wir sind ja hier, ich wohne ja am höchsten Punkt der Stadt, also die kommen wohl hoch und runter, sonst würden wir die ja nicht sehen. Ich habe ja, da kommt ja wieder mein, also wir müssen ja eine Sache feststellen, das oder habe ich ja festgestellt. Nützliches Fachwissen von Jacqueline, go on. Genau, jede Werkstatt an der Ecke in Sao Paulo wird wahrscheinlich so eine Karre reparieren. Absolut, ja. So, meine Idee war, mal zu gucken, ob man eine Leistungssteigerung, sprich man tunt den Motor, oder vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten legaler Art, da auch einen Motor mit ein bisschen mehr PS bestimmt reinzubauen. Ne? Meine, also, ist da genug Platz da? Also, dass man sagt, irgendwie, da würden ja schon, glaube ich, 80 PS würden da ja schon ganz viel bewirken. Ne? Ja, wären 20 mehr oder 30 mehr als 50. Weil, wie sagt man so schön, Leistung ist durch nichts zu ersetzen. Durch gar nichts. Dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Händler, der eigentlich genau, die Bulli ist. Genau, gehen wir da mal rein. Ach so, ganz kurz noch, bevor wir, ich habe ja wirklich auch mal geguckt, und das war ja wirklich auch mal so die Fragen von einigen, weil manche haben wirklich gedacht, wir kaufen das Ding und wollen das nach Deutschland rüberbringen. So, das war ja nicht die Idee. Nee. Wir wollten ja für Brasilien, für die Firma dort erwerben, so zum Rumfahren und so weiter für die Kunden. Wer jetzt deine Bekannte das toll findet, das ist ja die Grundidee. So, Weil die siehst ja im Stadtbild sonst nicht. Und dann war ja deine Idee, dass wir, wenn wir jetzt irgendwelche Kunden vom Flughafen abholen, in so einem geil hergerichteten, getunten Bulli, das hat dann halt was, ne? Ist dann. Das hat, weil du kannst halt, und das ist ja immer auch meine Idee gewesen, du kannst halt mit relativ überschaubarem Geld, erzielst du große Wirkung. Ja. Das ist nämlich die Idee. So. Aber es waren jetzt einige Fragen, auch unter den Kommentaren, die dann gefragt haben, ja, was würde es denn kosten, das darüber zu bringen, und was wäre dann da eventuell aufmerksam? Was wäre denn da zu tun? Nur mal so, ne? Also nochmal zu dem Preis von dem Limited Bulli. Ne? Der hat ja da ungefähr 23.000 Euro gekostet, umgerechnet circa. Ja. Ich bin fast umgefallen. Der gleiche
In Deutschland hatte ich eine einzige, es gab 3 oder 4 Anzeigen, also ja. Genauso, ohne Umbau für den europäischen Markt, 60.000 Euro. Nee, ich glaube, der Limited Edition, der war ja. Knapp unter 30.000, aber der war nicht 22, ist ja egal, aber der war immer noch die Hälfte von dem, was er in Deutschland ist. Und dann hast du den aber nur in Deutschland stehen und kriegst keine Straßenzulassung, weil dann, bevor wir jetzt weitermachen, wir kommen halt so ein bisschen, wenn du das Ding in Deutschland fahren willst, ja. Ist das Problem, du musst das Ding einmal durch den TÜV bekommen. Mhm. Also das ist möglich, grundsätzlich, aber du musst halt gewisse Dinge dort beachten, nämlich umbauen. Du musst zum Beispiel, du musst eine sogenannte CE-Norm erfüllen, also die Teile müssen eine CE-Norm haben, mhm. Das betrifft zum Beispiel Scheinwerfer, Blinker, Rücklichter, auch Bremsen musst du umbauen. Ja. Ja, weil, und du musst dann, wenn du das gemacht hast, musst du dann beim TÜV, übrigens nur so nebenbei, also das Bild hier, wie ich da drauf schaue. Ganz als das wird jetzt mein Hintergrundbild fürs Handy auch. Ja, genau. Dann musst du eine Einzelabnahme machen. Okay. Also musst wirklich eine, und das ist teuer, aber es ist möglich. Ich habe jetzt vielleicht im Zuge der Recherche mit diesen, als du mich dann gefragt hast, gibt ja Firmen, die auch hier ansässig sind oder in beiden Ländern Büros haben. Es gibt Firmen, die machen Komplettservice, die kümmern sich auch um den Umbau und alles. Na? Ja, also wenn ihr jetzt wirklich Interesse daran habt, also eigentlich ist ja die Idee für uns gewesen, so ein Fahrzeug für uns selber zu kaufen. Ne? So. Ja. Und ihr merkt ja auch, ich hatte leider auch einen unschönen Kommentar, den habe ich aber auch wieder weggemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber meinte dann, hat dann so geschrieben, der Mensch dort, ja, und man sollte das Leuten überlassen, die Ahnung haben und so ein Blondchen erst recht nicht und was? So weiter. Okay, ich habe ja überhaupt keine Ahnung und ich darf auch trotzdem über Autos reden, oder? Eben. Also, ne? Ja. Und aber der Unterschied, ich habe auch vorher keine Ahnung, aber ich beschäftige mich halt dann damit. Ja. So, und dann kann man ja so sein Wissen aneignen. So. Und man kann auch einfach Spaß haben. Ich meine, was soll das? Genau, so. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt, warum wir auch gesagt haben, das Video A wollten wir es nochmal kommentieren. Aber wenn ihr wirklich Lust habt, Interesse habt, ihr habt Interesse an so einem Fahrzeug, wisst aber nicht, wie ihr das nach Deutschland bringt, gebt euch, also wir würden euch dabei helfen, meinetwegen so ein Fahrzeug zu finden. Also ich fahre es jetzt nicht rüber, aber wir könnten dann schon, also nicht nur, wo man es herbekommt, das Fahrzeug an sich, sondern auch dann das weitere Prozedere, da könnte man dann behilflich sein. Also Andreas lebt in Sao Paulo, das heißt, er könnte dann mal vor Ort gucken. Ich muss halt dazu sagen, ich war wirklich erstaunt, wir springen ja wirklich gleich rein, ich war wirklich erstaunt, die gebrauchten mit hohen Kilometerständen, wie gut die im Zustand sind. Das hat mich wirklich überrascht. Ja? Deshalb fahren die auch überall noch rum. Die halten halt ewig. Ne? Mhm. Ich meine, da ist auch, wir haben auch, doch einen haben wir, den letzten, der hatte Rost und so, aber der war auch, aber sonst die meisten ja. So top Zustand. Ich mach mal hier weiter. Mhm. Ja, denn hier kannst du mal hochfilmen, Andreas. Das ist halt das, was ich gesagt habe. Hier steht halt eine ganze Reihe von diesen VW-Bullis, so wie wir es kennen. Aber bei denen ist es halt dann, ja, Kombi. Ja, weil wir... Genau, und weißt du noch, als wir da zum nächsten sind oder dachten, das wäre der nächste Händler, war der gleiche Händler, der halt noch mehr Räume hat. Also ja, wir genau. Haben endlos viele Kombi. Die bei uns in Deutschland ein ganz anderes Verständnis für... Kombis sind ja bei uns Autos und so weiter, ne? Aber für die Kombis sind bei uns halt Autos. So ein Auto und Kombi. Wir hatten uns jetzt mal ein bisschen was angeschaut. Wir haben uns jetzt zum Beispiel mal den hier angeschaut. Ne, der war 62.000 Kilometer. 62.000 Kilometer, das war glaube ich ein 2013er Baujahr. Und kostet umgerechnet so um die 12.000-13.000 Euro. Ich meine, hier ist natürlich die rote Farbe, ne? Also... Ich habe den sehr gemocht mit der roten Farbe. Ja, so. Was ja geil ist, komm mal her.
So, das stopp. Mach mal zurück. Okay. Ein bisschen zurück. Warte. Also so, das war. Ja, ja, warte. So. Was ja geil ist, komm mal her. Was ja geil ist, komm her. So, stopp. Ja. Noch ein bisschen, das Bild ein bisschen besser wird. So? So, ihr Lieben. Was ich jetzt meinte, da sieht man es halt eindeutig. Ihr habt recht, diesen Lüftungsschlitz. Ja. Da, gut, den Mauszeiger sieht man nachher im Video nicht. Also okay. Ihr seht da die Lüftung. Ihr seht dann neben dem Lenkrad halb oben rechts, seht ihr dann diesen Schiebeschalter. Moment, wieso sieht man meinen Mauszeiger nicht? Oder kann sein, dass das nachher auf dem Video okay. Ist. Ich sehe ihn, aber ich weiß nicht, ob okay. Doch auf dem Video sieht. Also da ist dieser Lüftungsschlitz, genau. Hier. Quatsch, Schiebeschalter, Entschuldigung. Das ist der Schiebeschalter. Schiebeschalter zum Einstellen der Lüftung, genau. So rum. So, und direkt darunter, wenn du eins tiefer gehst, mit deinem Mauszeiger, tiefer, bitte etwas rechts, wieder nach oben, da, genau. Das seht ihr ja, das ist ja sozusagen die Handbremse, ne? Also, und da, das fand ich ja auch geil. Ah ja, die man so rauszieht, ne? Dann so ziehen. Ja. Genau, das ist ja auch phänomenal. Also ich mag hier so eine puristischen Autos, ne? Das ist halt, ja. Ja, da ist nur Auto und kaum Verkleidung und ja. Ich genau. meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich bin ja, feier nicht so viel und habe nicht viel Ahnung von Autos, wie alle schon bemerkt haben. Aber wenn ich fahre, dann habe ich dann schon lieber halt Komfort. Aber als wir dann damit gefahren sind, das hat schon was, dieses Gefühl, dass du wirklich... Andreas, ich versuche dir das mal, als du sagst, du warst mit Autos nur insofern Berührung, indem du sagst, du fährst gern irgendwo mit oder du hast ja auch selber einen Führerschein, fährst ab und zu mal damit. Ja. Aber bei modernen Autos, ja, da will ich Komfort haben, ohne jede Frage. Aber bei solchen Fahrzeugen, das ist ja genau der Reiz bei diesen alten Fahrzeugen, in diesem alten Stil, da will man es nicht perfekt haben. Mhm. Da ist genau das mit diesen Ecken und Kanten, ob das nachher die Handbremse ist, die du ziehen musst, dass du da so einen Schiebeschalter hast, um die Lüftung zu regeln. Das ist halt das, was halt Autofahren dann in dem Moment einfach einmalig und charmant und individuell macht. Mhm. Das ist halt der Reiz des Ganzen. Ja. So. Ja, das hier scheint die Bremse zu sein, dieser Stock. Okay, also der Stock. Das ist die Handbremse. Aber das ist die Handbremse. Der sieht auch so aus, wenn du den ganz rausschiebst, dann kannst du den als Stock verwenden. Der Stock. Genau, die Feststellbremse. Ja, das ist sehr lustig. Oh, ich nenne dich jetzt Blondie. Ja. Also wie gesagt, das ist halt der Blondie, der Handbremse dieser Autos. Wir haben natürlich mal Stopp. Jetzt mal... Andreas, und ich würde sagen, wir springen jetzt mal zu aber dem halt, Fahrzeug. Der ja, guck mal, dein Gesichtsausdruck hier. Also Blondchen, ich mache jetzt einen Screenshot davon. Ja, genau, super. Wohin willst du springen, Schatzilein? Hier? Noch weiter. Ja, genau, das glaube ich der? Ist dann... Ja, genau. Ich habe mir gestern ein Video angeschaut. Also die Brasilianer verstehen das hier mittlerweile, solche Autos, als ihr Kulturgut. Wir würden jetzt denken, das ist ein stimmt. deutsches Auto, aber da halt VW 70 Jahre die Kombi schon in ist Brasilien präsent ist mit eigener Produktion, ist das so, die... Stopp mal ganz kurz. Jetzt möchte ich wieder mit Wissen glänzen. Oh Gott. Ich habe euch ja erzählt, ich geh mal Kaffee für die Abnahme Deutschland brauchst du dann Teile... mit dieser CE-Kennzeichnung, dass du es in Deutschland zugelassen bekommst. Mhm. So, jetzt kommt aber der große Witz an der Nummer. Ich habe ja euch erzählt, dass die Maschinen Ende der 60er Jahre rüber nach Brasilien transportiert worden sind. So, das heißt, es sind die deutschen Maschinen und trotzdem braucht man eine Abnahme, macht ja keinen Sinn. Ja, ne, pass auf, jetzt kommt der Witz. Also, die gleichen Maschinen, die in Brasilien die Ersatzteile für den T2 Budi produziert haben, sind einmal produziert worden für den brasilianischen Markt, Ersatzteile, aber auch von dem gleichen Fließband sind die gleichen Ersatzteile auch für den deutschen und europäischen Markt produziert worden.
Nur mit dem Unterschied, dass halt dann irgendein Zusatzteil an dieser Maschine noch den Stempel, diese CE-Kennzeichnung gemacht hat. Hm. So, das heißt, du sollst die Lampe, die dort Rücklicht, Vorderlicht, musst du abbauen, nur weil es diesen Stempel nicht drin hat. Kann man den Stempel nicht einfach reinmachen? Ja? Kann man den Stempel nicht irgendwie einlasern oder so? Ja, die überprüfen das schon ganz genau. Ne? Aber der Witz ist halt, das, was für Brasilien Ersatzteile, in Brasilien produziert wurden und für den europäischen Markt, sind vom einen Band gelaufen. Nur mit dem Unterschied, dass halt manche Teile noch diese CE-Kennzeichnung bekommen haben. Ja, aber es gibt so keinen Unterschied. Das macht keinen Sinn. Und das müssten die Behörden in Deutschland ja auch wissen. Ich meine, oder VW könnte ein Statement abgeben. Das wissen die. Jetzt kommt noch der absolute Oberknaller. Ne? Also nicht nur, dass die vom gleichen Band gelaufen sind. Das heißt, du musst dann die Lampen ausbauen und die anderen einbauen. Ja. Und die Lampen, die du eingebaut hast, musst du vernichten. Was? Das ist ein Gefahrengut oder was? Ich hatte es mal gelesen, steht irgendwie drin, dass du halt nicht damit handeln sollst. Genau. Ja. Also du musst die nachweislich vernichten. Also das ist doch Unsinn. Ja. Ist typisch deutsch, wirklich. Ne? So, okay, weiter. Blondchen, weiter geht's. Zeug, Kulturgut. Also, ne? Also auch jetzt, wenn man mal den Motor anschaut, das sieht soweit erstmal alles gut aus. Stopp! Also, aber ich sehe hier schon an dem Band, im Vergleich zum anderen Motor, ja, bei der anderen war das Band praktisch noch wie neu, die Schrift zu lesen und alles. Und ja, der ist schon ein bisschen älter. Aber trotzdem neuere Motorengeneration, also nicht dieses ganz oldschool, aber trotzdem wirklich, das meine ich halt, trotzdem echt in einem extrem guten Zustand insgesamt. Und dieses Kfz hatte ja über 200.000 Kilometer schon runter. Hier drückt so ein bisschen das Öl, aber das ist soweit, ich kann nochmal von oben aufmachen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man von oben da auch ran kann. Genau. Halt aber auch sowas hier, ne? Das ist halt richtig. Das hält. Das kann ich, wenn da was klappert. Brasilianische Wertarbeit. Ja. Aber wenn ich jetzt hier mal so angucke, motormäßig, also ich habe das jetzt nicht gelernt, aber ich habe viele Autos schon gehabt und weiß zumindest halt so ein bisschen, wenn irgendwo. Ja. Also ist so, also hier sieht man halt auch wirklich selber nochmal. Aber wie hast du gesehen, dass das Öl drückt? Das verstehe ich nicht, weil ich habe. Nein, du hast unten. Also spring nochmal zurück, bitte. Ja, weil ich sehe überhaupt, dass irgendwas drückt. Warte mal. So, und wenn du mal, stopp, ganz kurz, genau, geh mal mit dem Mauszeiger neben die Rolle. Hier. Tiefer, tiefer, so, genau, und ein bisschen weiter nach oben, also ein bisschen dieser Linie entlang, dieser Linie da entlang, also quasi so halb rechts, da, genau. So, und da habe ich gesehen, da hat es ein bisschen, also man sagt ja in der Fachsprache ölfeucht, ja. Okay, ich habe nichts gesehen, ja. Und da hat es ein bisschen ganz klein wenig rausgedrückt. So. Okay. Und du siehst ja dort, wenn du den Mauszeiger mal hättest, bitte dort gelassen, also bitte nochmal dorthin. Also siehst du ja eben, da unten ist ja dann die sogenannte, das wird wahrscheinlich der Deckel sein für die Ölwanne. Hm. Das wird draufgeschraubt sein und das sind ja alles Dichtungen. Ja. Und die haben natürlich im Laufe der Zeit, wenn die porös halt und so, genau, undicht, porös, wie auch immer. Und da kann es halt mal ein bisschen rausdrücken. Aber das ist alles wirklich nach meiner Meinung nicht, also ist ein Witz. Man kann eine Dichtung erneuern, oder? Ja, also vor allen Dingen, du siehst ja selber, du kommst ja überall wunderbar ran. Also ich sag mal, auch wenn du den Motor ausbaust, also ich selber werde es nicht hinbekommen, aber selbst wenn du selber den Motor ausbaust, das ist ja ein Motörchen, das ist ja kein Motor. Genau, mein Blick, wunderbar. Ich habe die Best of Blondchen-Blicks. BBB. Machen wir auch nochmal ein Video drüber. So, genau. BBB. So, ich mach mal hier weiter. Ja, genau. Wir gucken mal, ob Während der Probefahrt will er nicht, dass wir filmen. Denn wir können das kurz irgendwo anhalten. Das fand ich schade, dass wir während der Fahrt nicht filmen durften.
Aber gut. Also das war wirklich, also Was ich denn war. jetzt sein Grund war, das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber der wollte es halt nicht und dann muss man das respektieren, finde ich. Ja, natürlich muss man das respektieren. Ne? So, dann weiter. Mal Turnaround machen. Ne? Also, wir haben jetzt Genau, gerade mal spring eine da gute dahin. Fahrt mit dem Fahrzeug gemacht. Allerdings ist der Händler gefahren, nicht wir. Es hat sich aber jetzt soweit erstmal alles, ne? War jetzt Hat nicht, sich gut dass wir angehört. irgendwie, ich meine, wir sind jetzt So, auch kein. stopp. Spring mal bitte mit deinem Mauszeiger bitte hoch zur Fahrertür und dann oben über dem Spiegel dieses Plastikteil. Das So, hier. Fachfrage an dich, lieber Andreas. Ja. Wofür ist das da? Damit die Vögel einen nicht auf den Arm scheißen, wenn man den Arm draußen hat und eine raucht. Ich habe keine Ahnung. Für was ist das da? Ja, das ist ein sogenannter Windabweiser. Aber der Wind kommt Das doch von heißt, vorne und nicht von oben. Oder haben wir hier ja, Fallwinde? das ist, wenn du, wenn wir es vielleicht mal auch als Kind oder wenn du Auto fährst und du machst die Scheibe ein ganz bisschen runter, Ah, nur jetzt an, verstehe dann gibt das ja so eine Geräusche, ich. Ja. ne? Und dieser Windabweiser ist dafür da, dass dieses Geräusch nicht entsteht. Ah, jetzt verstehe. Das heißt, du machst nur ein bisschen die Scheibe runter und dann Genau. drückt es nicht so Hält rein und das macht. dann ab. Okay. Dann Ja? sollte. Ja, okay. So, du Experten, muss ich auch dazu sagen. Aber es Ja, wird das Experten. Fahrzeug nehmen. Ja, wir waren ja 8000 Euro. Also, Genau, umgerechnet. Also, das ist jetzt die Vorstellung des Händlers. genau. Das ist jetzt noch nicht Stopp, verhandelt. Das ist nicht unsere stopp. Vorstellung. Der war 8000. Vorstellung des Händlers. Ja, Genau. wessen Was sonst? glaubst du, wie weit hätte man das noch verhandeln können? Also, ich habe ja nicht viel Erfahrung mit Autos kaufen, aber generell mit. Also, erstmal haben die gemerkt, dass wir Gringos, Ausländer sind und so weiter. Ich denke, da waren 1.000, 2.000 Euro noch Luft drin. Na? Und das ist auch wie das alte Spiel, wenn du dann sagst, kommst hier mit einer Plastiktüte in Cash und hier, hopp, top und dann. Also, auf jeden Fall. Na? Das Okay. ist ja auch das alte Ding. Die fangen immer höher an. Na? Das wissen die ja selber, dass sie das für den Preis nicht verkaufen. Ne? Ja. Wir haben das ja auch in Immobilien. Ich war jetzt am Wochenende wieder Immobilien Da gibt es gleich noch ein anderes Video dazu, wie? also seid Das habe ich noch. gespannt. Wir bleiben jetzt mal beim Thema. Ja. So, Naja, also das ist dann. meine Meinung. Da wäre noch 1.000, 2.000 Euro Luft gewesen. Okay, so, dann machen wir mal weiter. Wie bei uns, sondern da, das sind alles Ja. Fresser in Anführungsstrichen, ne? Ah ja, genau. Hast du das, haben wir das erzählt? Ja, dass die alles tanken. Du kannst da Alkohol. Das haben wir erzählt, Ah, das haben wir genau. erzählt. Also, Okay. das haben wir erzählt, das hast du ja mit diesen, also Flex diesen heißen die hier. Allesfresser Ja. Flexmotoren, genau, so hast du es ja genannt. Ich hatte ja auch interessanterweise gelesen, dass jetzt auch wieder VW aktuell wieder dabei ist, neue Modelle auf den Markt zu bringen, die schon in Europa existieren. Okay. Aber die entwickeln halt jetzt wirklich nochmal dazu, dass man eben auch Ethanol dann tanken darf. In Brasilien, ne, wird ja Ethanol getankt. Wobei natürlich, ich glaube, wir hatten uns ja auch mal drüber unterhalten, Ethanol ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen. Also es ist halt einfach der günstigste Kraftstoff, ne? Der hat nicht, also ich weiß nicht, wie das Wort ist. Ich habe das ja mal getestet mit meinem, als ich noch ein Auto hier gefahren habe. Also ich tank voll. Wirkungsgrad, mein. Genau. Also mit vollem Tank, mit Ethanol, habe ich so 300 Kilometer geschafft, was nicht viel ist. Und dann mit Normalbenzin waren es dann schon 500 noch was. Das war ein Okay, ganz das ist. kleines Auto, also deshalb auch kleiner Tank und alles. Aber so Oh. für die Stadt war das ideal. Es ist ein Unterschied, aber Ethanol ist halt auch nochmal wirklich die Hälfte billiger. So, Ne? aber jetzt müssen wir, und jetzt stoße ich ja mal so ins Horn. Also hier deutsche Welches Horn? Ach Energiepolitik. so, okay. Na? Jetzt kommt es. So, wir faseln in Europa über E-Auto und Abschaffung des Verbrenners. Und irgendwie Einführung E-Fuels und das soll dann den Verbrenner retten. Leute, also wie lange gibt es schon Ethanol in Also Brasilien? mindestens seitdem ich hier bin, also seit über 20, 23 Jahren.
Mindestens. So, sagen wir mal 20 Jahre. Seit 20 Jahren gibt es eine Lösung und dieser Aufwand, diesen Motor so umzurüsten, dass der dann eben auch Ethanol tanken kann, scheint ja möglich zu sein. Also man muss es halt nur wollen. Alle Autos, das heißt, die du hier auf der Straße siehst, sind alles Flexmotoren. Egal welcher, Jeep, Mercedes, Audi, sind alles. Die sind alle Flex. So. Gut, jetzt müssen wir mal fragen, wie aufwendig ist so eine Ethanolproduktion? Ethanol ist ja Alkohol im Wesentlichen, ne? Die machen das aus Bambus zum Beispiel. Das ist eine der besten Methoden, weil Bambus sehr schnell wächst. Also mit Bambus machen die das mit allen möglichen. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe nur gerade jetzt mit Bambus zu tun. Aber um jetzt dann in dem Kontext, also die machen das aber mit regenerierbaren Pflanzen, ja, natürlich, ja. Genau, also wir haben dort nachwachsende Rohstoff. Genau, so, das ist doch super. Ja. Also das heißt, wir sind in der Lage, schon seit 20 Jahren in Brasilien mit nachwachsenden Rohstoffen auch noch Verbrenner zu fahren. So, und es ist halt sehr preiswert, du kannst das machen, schont die Umwelt. Wenn du willst, kannst du aber eben auch noch ganz fossilen Brennstoff tanken und so weiter. Ja. Das geht alles. Aber wir in Europa sind der Meinung, es besser zu wissen und machen jetzt einen auf E-Auto, haben gar nicht die Infrastruktur dazu, weil Andreas kann ja ein Lied davon singen, weil ich habe ja ein E-Auto als Firmenauto. Oh, und Andreas war ja im Genuss und kam ja in den Genuss. 15 Stunden von Hamburg nach Reichenbach. Also ins Vogtland, ins sächsische Vogtland. Man muss dazu sagen, gut, das Elektroauto, man soll es auch nicht schlechter machen, als es eigentlich ist. Das Auto hat den kleinen Akku drin. Aber trotzdem, ja, so, das Auto ist auch von der Sache her toll. Ja. Ne? Also, gut, du musst es häufiger laden, weil kleiner Akku, aber auch die Zeit, durchs Laden, aufgewendet werden muss, irre. Ja, und vor allem, für mich war es das erste Mal. Und dann denkst du, oh, 300 noch was Kilometer Reichweite. Und dann bemerkst du aber, dass du gehst an der Ladesäule, die ist kaputt. Dann gehst du zur nächsten, das sind ja immer 40, 50 Kilometer bis zur nächsten an der Autobahn. Ah, Ahnung, da geht die Bezahlkarte nicht. Und dann habe ich noch 40 Kilometer übrig auf der Batterie. Und dann fahre ich so rechts rein von einem Dorf zum nächsten, guck, wo ist nur eine Steckdose. Und dann finde ich letztendlich so ein kleines Ladegerät und dann stecke ich ein und dann kommt dann voraussichtliche Ladezeit bis 80%, 4 Stunden und 51 Minuten. Das ist Realität. Du musst also mit einem Elektroauto ganz anders planen, so eine Route als mit Verbrenner, weil kriegst ja überall einfach Sprit und fertig. So. Ja? Und jetzt kommen wir mal wieder zurück auf unser Wägelchen, was wir hier ja angeschaut haben. Ich meine, auch die modernen Autos, die Verbrenner und so weiter, da bist du ja auch nicht mehr in der Lage, selber was zu machen. Ne? Also gar nicht, weil das ist verbaut und das geht alles gar nicht. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. So ein Auto wie dieses Fahrzeug hier, wenn du dich, sag ich mal, ein bisschen informierst, mit ein bisschen Sinn und Verstand, bist du in der Lage, wenn du das wirklich willst und machst, auch dann selber an dem Auto was auszurichten. Du, wahrscheinlich gibt es irgendwelche YouTube-Kanäle, wo man das lernen kann. Das Teil hier und dann machst du das und so, ja. Ja, ich denke aber auch, weil es so einfach ist, ich behaupte ich auch, dass das vieles selbsterklärend ist. Mhm. Ja. Ja, also, aber das geht auch schon los, dann baust du halt einfach mal die Rücksitzbank selber aus. Ja. Schraubenschlüssel, zack, 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 ist das Ding draußen. So. Oder du machst halt einen Spiegel kaputt, weil es wird ja auch... Warum machst du den Spiegel kaputt? Nein, weil dir jemand den Spiegel abfährt. Ach so, okay. So, kaufst einen Spiegel, so machst du die Plastikabdeckung ab, nimmst einen Kreuzschraubendreher oder was halt auch immer, so kannst du selber tauschen und musst nicht in eine Werkstatt fahren.
Das ist ja auch so, aber gut, das ist ein anderes. Aber das ist halt auch ein Grund, warum ich alte Autos so geil finde, weil du halt tatsächlich, wenn du es machen möchtest, grundsätzlich in Ja, der weil du ein Lage bisschen bist, dran werkeln selber noch zu kannst, fahren. genau. Na? So. Gut, ich will rote Samtsitze haben. Genau, so. Kann man machen, nach und nach, solche Scherze. Aber Warum ich rote denke, gut, Samtsitze? das muss wahrscheinlich mal hier auch ein Handwerkerauto gewesen sein. Aber selbst, ganz ehrlich, wenn du das willst, kannst du auch so eine Sitzbänke einfach auch Ja, tauschen. nee, die muss. Das muss entweder halt vom Sattler Ja, aber oder guck halt, mal, ja, abschrauben so und. ganz ehrlich, so eine Ja. Sitzbänke wirst du an jeder Ecke Und bekommen. vielleicht auch die Sitzbank drehen und dann könnte man so einen Tisch reinmachen in die Mitte. Also ich denke, das wird so Umbau ist, denke ich mal, auch ein spannendes Projekt. Ja. Ich weiß nicht, ob Andreas dann seine handwerklichen Fähigkeiten Absolut entdeckt. auf Nicht, keinen nein. Fall. So, aber von der Sache her ist es erstmal ganz gut. Richtig, wenn man die Sitzbank umdreht oder das Sitzbank. Greta Regieanweisung, darf ich auch mal was sagen. Ich finde, wir sind schon ziemlich lange von der Zeit her und dass wir vielleicht jetzt so, ne, ein Ende finden. Ich würde sagen, du springst mal bitte an die Position, wo ich dann noch so das die Abmoderation mache. So, hierhin. Noch ein bisschen weiter, so. Ja. So, okay. So, jetzt geht's Ja. weiter. Können wir noch Genau. mal Wird hier. nicht, pass auf mit dem Verkehr Ja. da, du. Das ist gleich überfahren hier. Aber ich finde das Heck, also je öfter ich das Auto sehe, desto sexier oder ist das, also ich, Du stehst auf den großen Arsch. nein, also ich finde das einfach toll. Ja. So. Vielleicht hängt das auch mit der Größe zusammen. Ich finde es halt angenehm, dass die Heckklappe in die Höhe, die ist und nicht, ne, dass man Also du sich hast nicht halt so. eine gute Ladehöhe, wenn Genau. du was reinpacken Wie möchtest, gesagt, wenn man da genau. wirklich, habe ich auch schon gesehen hier bei Leuten, die transportieren, da haben die natürlich die Sitzbänke draußen und so und dann ist halt alles Ja. Ladefläche. Ja. Hat schon einer dich angehupt. So, naja, dann bleibe ich mal hier auf der Seite Sicher ist und sicher. dann. Okay. So, machen wir nochmal von vorne eine Abschieds. So, ihr Lieben, wir werden jetzt mal mit dem Händler ins Gespräch gehen. Und werden mal schauen, ob es das dann wird. Wir lassen euch dann noch mal wissen, ob es geklappt hat oder nicht. So, Aber stopp. So, wir sind euch ja noch eine Antwort schuldig. Haben wir das Fahrzeug gekauft? ach so, ja, genau. Nein, wir haben es nicht gekauft. Nicht, weil wir es schlecht fanden, nicht, weil wir es nicht wollten, sondern einfach aus Vernunft heraus. Ne, und weil wir dann gesagt haben, wir kaufen lieber eine Wohnung. Ja, das auch. Aber das Thema ist erstmal nur zurückgestellt. Ne? Also, wenn es dann läuft, dann und ne, wir dann, also wir sind ja momentan mit unserer Immobilienfirma, stehen wir ja noch am Anfang. So, so ehrlich kann man ja sein. Und wir müssen das Ganze jetzt einfach auch noch ein bisschen, es dauert noch, bis wir es nach vorne Wir gebracht müssen haben, wie es vernünftig halt sein. Fällt uns wie es beiden bei jedem. schwer. Aber ich sage, es fällt uns beiden schwer. Wir müssen vernünftig sein. Ja, aber ich Ja. sag mal, wenn die Firma läuft und du wirklich mehr, dann will ich das haben. So, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja. So, dann machen wir das. Jetzt ist okay, aber ich sag mal, in ein paar Monaten, ein Jahr, wie auch immer, ist so ein Ding immer auch noch zu haben, mit Sicherheit. Denke So, ich auch. wir wollen es auf jeden Fall kaufen, weil, wie gesagt, ich finde es einfach geil, das Kfz, ja. Vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. Ne? Also nochmal, wir haben ja gesagt, und es gab ja die Nachfrage, was ist, wie kommt es rüber und so weiter und so fort. Also wir können euch dort gerne, wenn ihr das möchtet, euch gerne dabei unterstützen, helfen, wie auch immer. Andreas könnte meinetwegen dann in Sao Paulo oder wie auch immer Ausschau halten nach so einem Fahrzeug, könnte sich das dann auch mal anschauen. Also wir könnten euch dann auch unterstützen, das nach Europa zu bringen. Also das wäre jetzt sozusagen unser Angebot an der Stelle.
Und ja, wie gesagt, finde es einfach spannend. Ich So, sehe jetzt gerade noch darfst du als was. Erstes. Ne, weil mir das gerade aufgefallen ist. Der Titel heißt ja von diesem Video, uns ist nicht mehr zu helfen. Und vielleicht ist uns zu helfen, indem ihr das Video liked und kommentiert und vielleicht auch teilt mit irgendjemand. Bitte, ich bitte darum. So, ihr Lieben, wir haben jetzt, das ist doch ein bisschen wieder mal länger geworden, aber das ist mit Andreas immer so. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Auch da schließe ich mich Andreas seinen Worten an. Bitte gebt dem Kanal ein Abo, weil dadurch wächst der Kanal, dadurch sehe ich, dass euch das Ganze gefällt. Bitte auch ein Gefällt mir, drückt das Glöckchen, dann, wenn ein neues Video kommt, werdet ihr darüber informiert. So, diese typische Slang, also bitte nochmal wirklich abonniert den Kanal und das ist dann die Wertschätzung, die ihr mir dann kostet euch nur einen kurzen Moment klicken und damit weiß ich auch, und das ist dann eure Wertschätzung, die ich mir gerne von euch wünsche. So, also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Seid bis gespannt bald. und dann bis bald. So